Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Maple Story Europe. Heute wieder mal mit Gast, ne? Den kennt ihr ja schon, den Rapper Supper. Yay! Und ja, wir spielen heute zusammen Maple Story, denn die 300 Kill Quest ist wieder zurück. Und ich muss jetzt, wir sind hier im Kerning Square, wir haben ja schon mindestens 3 Questlines gemacht, die alle scheiße waren. Ja, du schießt mich gerade ab so ein bisschen. Wir reden jetzt mit Tina, der Stylistin. A Star and His Ego. What is it? Oh, Blake Signing Event. Okay, well, it's my job. 2800 Erfahrung. So, jetzt muss ich nochmal mit erreden. Stars and Prima Donnas. When I'd better get some perfume ready, huh? Why perfume and not clothes, you asked? Well, perfume has been Blake's number one priority ever since he debuted. I think I heard perfume was his first gift from his very first fan. I don't know if that's why he still likes to wear perfume. But he's very sensitive about the way he smells. Die labert mich gerade zu. And he usually chooses which perfume he wants to wear that day. Otherwise he throws if... Ja, wir müssen einfach nur das Parfüm besorgen. Auf Floor 5 und 6. Ja, danke. So, also wir müssen jetzt... Guck, du kennst dich ja Janne aus. Ja. Wir gehen jetzt hier gleich... in das Portal. Dann müssen wir auf 5 und 6. Gut. Da müssten, glaube ich, auch deine Gegner sein. Ja, hier die komischen Kinder sind deine Gegner. Okay. Ich musste killen, um den komischen Essenzstein zu kriegen. Ich frage mich nur, wo meine Parfüme sind. Droppen die Parfüme, oder? Die droppen Hasenohren. Oh. Ich glaube nicht, dass das Parfüm ist hier. Warte mal. Ich muss mal gucken, was ich sammeln muss in meinem Questlog. Kill du schön weiter, kriege ich bestimmt. Hoffe ich dann mal. Ja, ich krieg Party XP. Was ist das denn alles? Talking Tree. Okay, das machen wir irgendwann mal. Aber ich suche immer noch was. In Progress. Sky High. Hier. Ja. Parfüm. Komisch. Die müssten eigentlich hier sein. Warte mal. Ich hab doch einen Gruppenwaff. Kann ich dir den geben? Bist denn du schon wieder? Ich hab's gerade hochgehabt. Du sollst auch nur auf die Rolltreppe gehen. Klar ist die Rolltreppen, die sind irgendwie doof. Hauen ihn immer von alleine hoch. Ja. Ich hab nämlich einen Angriffsverstärkungsgruppenwaff. Der ist ganz nett. Runter kommt man nicht mehr so einfach. Ja, gibt's eine Runterrolltreppe. Das ist eigentlich... Hier sind jetzt alle diese komischen Schaufensterpuppen. Die gibt's dann noch in männlich und weiblich, aber die brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr. Du brauchst, glaube ich, nur die von dem Kind. Den nächsten Essenzstein, den du brauchst, der ist dann irgendwie auf Ebene, was weiß ich, auf... Ne, bei Drachen oder so. Kann ich mich zumindest so dran erinnern. Hier sind nirgendwo solche Parfüme. Die Quest hat mich angeschissen. Ja, vielleicht bist du ja falsch. Wahrscheinlich. Gehen wir mal in eine Etage hoch zu dir, vielleicht sind dort Parfüme. Sie sind das CDs. Oh, die CDs. Oh, das ist eine super geile Level-Map hier mit den CDs. Mal gewesen. Ich sehe jetzt, die spawnen auch oben, also ist die Map jetzt scheiße zum Leveln. Tapp den Leuten noch nicht die ganzen XP weg. Das ist sehr fies. Schlimm, ne? Clothes and Perfume Store. Komisch, hier sind keine... Ich weiß noch ganz genau, dass es hier mal Parfümgegner gab. Im Kerning Square. Mensch, warum mussten sie den neu machen? Jeder mochte mal den Kerning Square, jetzt nicht mehr. Okay, so... Ach so, laut Quest muss ich mir die kaufen. Mit Geld. Hier oben ist noch ein Portal, wo ich wohl rein... Nein, jetzt bin ich schon wieder hochgegangen. Oh, das kann eine lange Aufnahmesession werden. Ich will meinen Aran weiterspielen, der irgendwie 20 Level hinter dir liegt, obwohl wir gestern gleich angefangen haben. Ja. Weil du einfach nur scheiße schnell levelst. Naja. Siehst du, was das für Unterschied macht, was man für eine Klasse nimmt?
wirst du ja schon sehen, wenn ich mal auf deinem Level bin. So, hier ist... Ach so, nee, hier komme ich zu einer Map, wo die Parfüme rumrennen, die ich killen muss. Toll. Super. Auch die Parfüme, ja, das ist auch so ein Gimmick. Man muss erstmal die Parfüme killen, damit sie als Parfümmonster wieder auftauchen und dann Parfüme fallen lassen. Ey, ich hab so wie auf meinem anderen Account gerade, auf meinem anderen Char gerade so ein Glücksrad-Ticket bekommen. Da werden wir dann auch mal gucken. Ich hab den Stein übrigens schon. Oh, ja, dann level was dort. Kerning Square ist ganz toll zum Leveln. Neben dem Mushroom Kingdom. Aber du bist ja schon über Level 40. Naja. Bin ich ja auch. Mit dem. Nein, nicht wieder auf die Rolltreppe. Nein, die Rolltreppen. Rollitreppchen! Ach. So, endlich mal wieder rebuffen hier, den Booster anschmeißen und alles. Und dann lasse ich es wieder Schwerter vom Himmel regnen. So was willst du auch können, gibst du. Das Einzige, was ich bisher kann, ist so eine scheiß Kugel werfen. Ich kann auch so einen Sword-Skill. Wie in Sao. Den lade ich so off und dann stößt es mich nach vorne. Wie in Sao. Die Gegner hättest du gestern sehen müssen, nämlich... Naja, ich hab die schon mal gesehen, aber kann mich nicht mehr daran erinnern, dass die einen Sword-Skill machen. Waren schlimm. Davon muss ich heute noch ein paar killen. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Ich wollte es dir aber noch nicht verraten. Ach, diese Parfüme, die lassen nur irgendwie alle gefühlte 20 Gegner ein Parfüm droppen. Ich brauche 3 verschiedene Parfüme und jeweils 15 davon. Früher war auf jeder Map eine Sorte Parfüm, hier sind sie jetzt alle gemixt. So, jetzt bin ich schon Level 41. Das ist wie mit der Aran Kill Quest gestern, sammel irgendwie 100 oder waren es 50 Schweineschwänze. Da hatte irgendjemand einen schlechten Tag, als er das designt hatte. Da wollte er dann einen Spieler ärgern. Ich camp jetzt hier einfach. Dann lasse ich mal wieder Schwerter regnen. Thermieheil, das ist schon so eine Klasse. Da muss man irgendwie nichts machen, weil irgendwie alles funktioniert. Außer, dass der Sprungskill viel zu viel Mana kostet. Also das ist ja nicht dein Problem. Du hast ja nicht mal Mana. Ja, das ist es eben. Als Angelic Buster oder Himmelszerstörer, wie es auf Deutsch ist. Deutsche Version ist ja scheiße, ne? Hast du dir gestern gemerkt, dass es einfach abgestürzt ist bei einer Hauptquest? Nie wieder deutsche Spiele, ne? Nie wieder deutsche Spiele. Ich spiele alles auf Englisch. Naja, nee, eigentlich ne. Evolent, mein neues Projekt A, spiele ich auf Deutsch. Also zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier hochgeladen wird, ist es schon vorbei wahrscheinlich. Aber... Naja. Oh, das gelbe Parfüm habe ich jetzt fast fertig. Aber hier spawnen irgendwie keine pinken Parfüme mehr. Hätte ja helfen kommen, ne? Ich habe schon die Hälfte der Monster fertig, weil kann ich wieder auf meinen anderen umloggen. Bist du der Gast für eine Episode? Ja. Oh, irgendwie nur noch immer eine Episode. Das habe ich ja in einer früheren Episode mal erzählt, dass es später mit dem Monsterkillen ziemlich schnell geht. Früher habe ich ja so 7 Episoden an einer Killquest hier gesessen. Naja. So. Wie meine Zuschauer jetzt sehen können und du nicht, habe ich, weil ich das Hotel schließlich in HD gerendert, habe ich schon genügend Yellow-Parfüme. Jetzt brauche ich hier blaue. Aber erstmal muss ich meine MP wieder hochpotten und meine HP hoch ein bisschen. Die Gegner machen nämlich Schaden. So ein bisschen. So ein bisschen, 45. Diese 42er-Parfüme, die auf meinem Level sind. Da stellt man sich dann vor, wie macht ein Parfüm Schaden? Kannst du mir das sagen? Nö. Dachte ich mir. Wie macht eine CD Schaden? Ach, die macht übelste die was weiß ich, bineuralen Töne, die schlagen dir dann ins Trommelfell aus. Das macht schon Schaden, glaub mir. Da kannst du ja sagen, ich weiß nicht, ob man gegen den jetzt auf dem neuen Kerning Square, der hat ja ein Update gehabt, noch kämpft, aber man muss auch noch gegen den Spirit of Rock kämpfen, also zumindest im Alten. Und der hat so einen riesen Lautsprecher und da macht er immer solche Schallwellen raus, die schleudern ihn 5 Kilometer weit weg. Also wenn das ne weh tut, dann weiß ich ne was... Oh, ich bin wieder gerade dabei, gelbes Parfüm zu töten, wo ich das gar nicht mehr brauch! Aber ich bin klein Level hoch. Du? Ich bin schon Level 41. Ich
bin ja Level 42, ich bin gleich Level 43. Hälfte habe ich schon wieder. Hälfte habe ich. Ich bin so gut. Dieser Gegner noch und ich bin ein Level up. Können wir gleich mal skillen. So, alles auf Stärke. Skills. Achso, das sind die Shop 1 Skills. Die brauchen wir ja gar nicht. Stimmt, den Sword Booster hatte ich angefangen, den Buff. Der ist dann in 2 Leveln auch schon ausgeskillt. Das hält da wenigstens was länger. Ach ja. Kann ich gleich mal wieder neu buffen. Rage Booster. Habe ich ja mir ein tolles Makro gemacht. Hast du schon 2 oder mehr verschiedene Buffs? Ich glaube, nur 2 habe ich. Oh, da kannst du mal in Makro zusammenpassen. Das kann ich dir ja mal zeigen. Ja, ja. Ach man. Scheiße ist das hier. Oder weißt du, wie man ein Makro macht? Ich glaube, ne. Nee, eigentlich ganz einfach. Ich muss noch Parfüme jagen, also. Ja, tu das. So. Nee, ich sag's dir gleich mal. Warte, ich muss nur einen Platz finden, wo ich mich... Stimmt, die Parfüme in der Parfümform machen mir ja keinen Schaden. Also, gehst auf Skills. Skills. Ja, es geht gerade hier schlecht mit den Gegnern. Nein, häng nicht irgendwo dran. Gibt's nicht... Doch, hier gibt's was zum Dranhängen. Gut. Es gibt irgendwie auf jeder Map irgendwas zum Dranhängen oder irgendwo, wo keine Gegner spawnen. Ja, bin ich, so. Dann gehst du unten auf Makro. Ja, habe ich. Und dann siehst du dort diese Leiste mit den Skill-Icons. Und zieh ich meine Buffs rein. Genau, da ziehst du deine Buffs rein. Drückst unten auf Save. Gibst dem Skill noch einen Namen. Und den habe ich schon. Und dann ziehst du das in deine Leiste. Fertig. Tolles Makro, ne? Na? Ganz so wie in WoW. Da kann man ja sonst was für Makros machen. Hier kann man gerade mal 3 Skills einfügen in den Makro. Das Lustige ist, ich habe ja 3 Buffs. Ich habe einen Klassen... Naja, okay, klassenspezifisch will ich das mal nennen. Aber in Charakter-Buff, der 3 Minuten Cooldown hat, den kann ich nicht mit in den Makro passen mit Skills, die überhaupt keinen Cooldown haben. Das ist irgendwie doof gemacht, finde ich. Hm. Da geben sie entweder allem Cooldown oder nisch Cooldown. Fast schon so schlimm wie in anderen Online-Spielen. Da hat alles nur Cooldown. Wie viel ist da? Oh, damit fangen wir jetzt besser, ne, an. Ne. Keine Werbung machen für andere Spiele. Nur für Let's Player wie Reuti Gaming HD. Gott, ich glaube, ich habe im letzten Part schon für den Werbung gemacht, also. Oh Gott. Der könnte ja auch mal als Gaststar hier auftreten. Da kriege ich 100 Abonnenten, klein mal. Was willst du bei dem kriegen? Ach, der hat 50 Abonnenten, Mann. Das ist mehr als ich. So, wir haben auch das blaue Parfüm. Jetzt fehlt nur noch das pinke Parfüm. Bist du hier irgendwo? Oh, du bist auch da. Ich muss hier pinkes Parfüm töten, guck. Da kommt okay. Parfüm da raus. Du siehst doch das Parfüm. Ja. Jetzt schlitze ich's auf, da kommt ein Parfümmonster raus. Okay. Die droppen Parfüm. Hm. So richtig irgendwie nennen, ne? Eigentlich sollten sie Parfüm droppen, scheiß Viecher. Hier oben ist gelbes Parfüm, wenn du brauchst. Ne, die habe ich ja schon. Mann, ich muss irgendwelche Gegner töten, ich weiß auch nicht welche. Hm. Ja. Wer sagt, ich weiß... Immer noch im Kerning Square, oder? Ja. CDs habe ich jetzt oben auch schon gekillt. 30 von jeder Sorte. Echt? Was musst du denn da jetzt killen? Warte. Sag's mir, du kannst ja kein Englisch. Du kannst ja dann mal die Namen im Questlog mit den Namen der Gegner vergleichen. Ja, doch, das kann ich. Ich weiß bloß nicht, wo es diese Viecher geben soll. Jetzt kommt Cooper Drake. Brauche noch 8 Gegner für meine Quest. Hier liegen pinkes Zeug rum, das haben wir mal ein. Hey, pinkes Zeug. Jetzt habe ich schon 10 von 15 pinkes Zeug. Komm, die Episode kriegt Überlänge. Wenn ich bald alles pinkes Zeug habe. Das schaffen wir. Wir haben noch 10 Sekunden. Dann Gott, das schaffen wir nicht. Dann bin ich an der 15 Minuten Marke. Die 300 Gegner habe ich schon gekillt. So, noch 3 Parfüme. Geben diese 3 Parfüm-Gegner hier 3 Parfüme.
seht es in der nächsten Folge. Nee, noch nicht ganz. Das machen wir diese Folge noch. Nächste Folge gehen wir es dann abgeben. Hier hinten ist was Pinkes. Wer Pink? Noch eins. Ein einziges noch. Ah, Pinkes Vieh. Pink. Gibt nichts. Es gibt nur diese dummen Cash-Shop-Federn, die keine Sau braucht. Da sind noch mehr pinke Gegner. Oben ist noch ein pinkes Vieh. Sterb. Hier oben, hier oben, oben, oben. Da. Oh, ich will so einen Sprunghaken haben. Ja, sowas, ne? Ich zeig mal deinen Dreifachsprung, das will ich jetzt gucken. Warte. Was war das denn? Das kennt ihr. Okay, ich kann dem gar nicht so richtig folgen. So, jedenfalls haben wir genügend Parfüme gekillt. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ich die Attendance-Quest abschließe. Pam. So, erster Stempel heute für die nächsten 2 Wochen. Ja, da könnt ihr euch immer freuen, ne? Oh, ich habe Premium-Dice gekriegt. Das gehört auch zum Ritual, die immer aufzumachen. Erstmal die Honor-Level-Sachen, dann habe ich noch hier, so. Yay, eine Teleport-Scroll, noch eine One-Handed. Noch eine Teleport-Scroll. Brauchst du eine Scroll für Dex? Ach nee, kann ich nicht tauschen. Ja, wenn du es nicht tauschen kannst, brauche ich es auch nicht. So, jetzt sehen wir uns aber im nächsten Part wieder. Bei MapleStory Europe, vielleicht wieder mit Rapper Supper, mal gucken. Oh, der heult jetzt so ein bisschen. Wer? Du hast gerade geheult. Echt? Ja. Ich brülle jetzt rum. So, bis zum nächsten Mal. Bei MapleStory. Habe ich glaube ich schon gesagt. Ja, ich glaube schon. Ja. Tschö. Tschö mit Ö.